Hallo zusammen, mein Name ist Michael Longrich und ich bin der erste Bundesvorsitzende der Deutschen Mitte. Neben mir sitzt Georg Heine, einer unserer Europawahlkandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament im Mai. Ich frage dich einfach mal, was sind deine Kernthemen, die du für die Europawahl hast, oder was ist dein Thema, womit du in den Wahlkampf gehst? Ja, hallo Michael. Es ist ja so, dass wir von der Deutschen Mitte zu mehreren Kandidaten zur Europawahl anstehen. Wir haben uns als Partei das Thema auf die Fahne geschrieben, den Frieden in Europa voranzubringen, mehr für die Menschen zu tun oder für das Gemeinwohl. Und mein Bereich oder mein Spitzenthema ist da das Thema Bildung. Bildung bzw. Familienpolitik, weil das auch ineinander greift. Wie siehst du das denn hier in diesem Land? Was braucht es denn, um eine vernünftige Bildungs- und Familienpolitik zu verwirklichen? Wichtig für mich ist für Familienpolitik oder Bildungspolitik und auch für andere Bereiche die Familie wieder mehr in den Fokus zu stellen. Dass die Familie auch eine andere Wertigkeit wieder bekommt. Auch wenn wir das Idealbild der Familie nicht mehr haben, wie wir es kennen. Alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter. Aber auch das gehört für mich zu dem Begriff der Familie. Die müssen viel mehr gestärkt werden und wieder als Basis vieler Entscheidungsprozesse gesehen werden. Denkst du, es ist zurzeit so, dass die Familien mehr so auseinanderdriften oder kein richtiges Familienleben mehr stattfindet? Oder wie siehst du die Tendenz? So wie die Gesellschaft im Moment ist, passiert immer mehr, dass die Familien ja aus diversen Gründen nicht mehr so, wie das Idealbild mal war, eine Einheit sind. Es müssen beide berufstätig sein. Es gibt so viele Verpflichtungen drumherum. Man hat gar nicht mehr die Zeit als Familie. Und auch die sozialen Aspekte, das Arbeiten gehen müssen, um zu überleben, weil man mit dem Mindestlohn, den man hat, nicht mehr überleben kann oder nicht, sag ich mal, vernünftig leben kann. Da bleibt viel weniger Zeit für die Familie übrig. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Politik im Bereich Familien oder Jugend dafür sorgt, dass das auseinandergeht. Wir haben Schulzeiten, das heißt, ein Schüler, Grundschüler, ist teilweise mehr in einer Einrichtung als ein Vollzeit arbeitender Mensch. Meine Frau ist Leiterin eines Kindergartens. Von 75 Kindern sind 60 Kinder, die 45 Stunden pro Woche dort betreut werden. Durch die Berufstätigkeit der Eltern oder der Mütter teilweise, weil die alleinerziehend sind. Und wie gesagt, die Kinder sind mehr dort. Das reißt die Familie alles auseinander. Aber das allein ist ja nicht das Thema. Es geht ja auch um das Thema Bildung. Da fangen auch viele Dinge an. So wie das heute ist, dass wir viel mehr für die Bildung auch der Familien tun müssen, durch nicht durch die Schulbank, sondern auch die Eltern mehr fördern in ihrem Bewusstsein für viele Prozesse. Nochmal eine Frage zu deinem Hintergrund. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was du eigentlich so im Alltag machst. Ja, also ich bin 58 Jahre alt, in zweiter Instanz verheiratet, aus erster Instanz Vater von zwei Jungs, 25 und 28. Und durch die Trennung kenne ich auch das Thema alleinerziehender Vater, beziehungsweise auf der anderen Seite alleinerziehende Mutter. Ja. Unfreiwillig haben wir uns das teilweise geteilt während der Zeit, wo wir getrennt waren. Ja, ich engagiere mich sehr sozial im Bereich Kinder- und Jugendarbeit schon seit etlichen von Jahren. Krieg durch den Beruf meiner Frau natürlich sehr viel mit, was im Kindergarten läuft. Und dadurch sage ich immer so scherzeshalber, ich habe 75 Kinder durch meine Frau dazu bekommen. Wenn man da mitbekommt, alleine wenn man sich in den Eingangsbereich eines Kindergartens setzen würde und nur mal zuhört und mitbekommt, was da läuft, da, das ist Wahnsinn. Das glaube ich. Das ist Wahnsinn. Ne? Das ist das Thema, was mein Thema ist, Bildung. Das hat was mit Familienpolitik zu tun. Das hat was mit Sozialpolitik zu tun. Das hat was mit der Gesellschaft zu tun. Und wenn man Dinge verändern will, dann muss man das langfristig machen. Die Entscheidung jetzt treffen, mit dem Bewusstsein, es wird in 5 Jahren, 6 Jahren sich erst auswirken, aber jetzt hinzuschauen. Wie siehst du die Kritik daran,
dass die deutsche Mitte überhaupt an Wahlen bzw. an der Europawahl teilnehmen soll oder sollte? Also erstens mal haben wir ja in der deutschen Mitte basisdemokratisch, das heißt, das höchste Souverän bei uns, der Bundesparteitag, hat das entschieden. Nicht wir fünf Kandidaten, auch nicht das Präsidium. Also es war ein klares Votum. Und ich denke, trotz der Diskussion vielfach, dass Parteien nichts bringen. Wir können das System nur aus sich heraus verändern, indem man also wirklich versucht, ins System zu kommen, um an den richtigen Stellen mitzuentscheiden und zu beeinflussen und die Menschen zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, Prozesse in die Wege zu leiten, die mehr dem Gemeinwohl dienen. Klar ist es so, dass die meisten heutzutage von den Politikern nur denken, dass die irgendwo sitzen und Geld kassieren. Wird uns auch vorgeworfen, denke ich mal, dass das ein Thema ist. Ihr wollt ja nur ans Geld. Aber ich denke, Wahlen ist nach wie vor das Mittel, was zu verändern. Was würdest du dem Wähler sagen, wenn er dich fragen würde, ja, was gibt mir die Sicherheit oder warum sollte die ausgerechnet anders sein als die anderen Parteien, jetzt die deutsche Mitte? Zum Beispiel im Kontrast zur AfD. Zum Beispiel im Vergleich zu anderen Parteien. Unser Programm ist Bestandteil unserer Satzung. Das heißt, es wird von unseren Mitgliedern mitgestaltet und wir können nicht, wenn wir in Regierungsverantwortung kämen, so wie das bei den meisten Regierungsverhandlungen der letzten Jahre gelaufen ist, können nicht eine kleine Einheit von Leuten entscheiden. So wie bei der letzten Bundestagswahl, dass letztendlich ein paar wenige entschieden haben, was passiert. Also bei uns müssen es die Mitglieder machen, basisdemokratisch. Wir haben das in der Satzung drin stehen. Das sind so Sachen. Und wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, wir dienen, wir herrschen nicht. Bei uns ist mehr im Vordergrund das Thema Gemeinwohl. Und auch unseren vermeintlichen Gegnern reichen wir die Hand und sagen, lasst uns gemeinsam was tun. Er ist ja nicht per se ein Feind als solches. Und es geht mehr um das Miteinander. Ja, führt mich direkt zur nächsten Frage. Mal angenommen, du würdest jetzt ins Europaparlament einziehen. Wie stellst du dir vor, wie du das, sagen wir mal, wenn du jetzt als Einziger da wärst, könntest du trotzdem tun, um da ein gewisses Signal zu setzen? Gut, ich meine, da machen wir uns in der deutschen Mitte nichts vor, ich auch nicht und auch meine Kollegen nicht, die mitkandidieren. Wir werden nicht von heute auf morgen alles verändern können. Das dauert Prozesse in die Wege zu leiten. Wichtig ist es, das Netzwerken, das gemeinsam, sich einzubringen in wichtige Prozesse, in Entscheidungsprozesse, sich mit anderen zu verbünden, um Dinge zu verändern. Und nicht von vornherein die anderen als Gegner zu sehen. Es geht um das Gemeinwohl, um die Gemeinschaft und um den Menschen, da was zu verändern. Und im Zweifelsfalle auch mal zu sagen, jo, der politische Gegner hat recht. Da stimme ich für. Auch wenn er ein politischer Gegner ist. Morgen kann ich in einer anderen Sache anders entscheiden. Aber es geht mehr um das Thema, ja, Entscheidungen zu treffen für die Gemeinschaft. Also bei uns gibt es sowas wie einen Fraktionszwang nicht. Nein, den gibt es in dem Sinne nicht, den Fraktionszwang. Ich bin natürlich schon an das gehalten, was unsere Satzung, was unser Programm vorgibt. Ich kann also nicht nach meinem Gutdünken, so nach dem Motto, ach ja, das mache ich jetzt mal, weil ich gerade der Meinung bin, das geht nicht. Nee, okay. Letzte Frage. Was ist deine Vision von Europa, langfristig oder mittelfristig? Meine Vision für Deutschland und für Europa wäre, dass man mehr auf die Souveränität der einzelnen Staaten geht, sowohl in Deutschland überhaupt wieder, nicht nur auf die Staaten, auch auf die kleineren Einheiten als solches und das Ganze auch auf Europa so gesehen, dass wirklich die Souveränität der einzelnen Mitgliedstaaten wieder eine Rolle spielt, dass also nicht an einem Schreibtisch in Brüssel entschieden wird für 26 Staaten und das ja wiederum nur einstimmig, das heißt, es müssen alle dafür sein, sonst wird nichts geändert
und dass man auch Prozesse oder Entscheidungen trifft, die wirklich sinnvoll sind. Also die Farbe der Pommes ist für mich keine Sache, die entschieden werden muss als solches. Und dass wir schon ein geeintes Europa haben, aber weniger Bürokratie, was das betrifft. Alleine das, was jetzt mit England läuft, wenn man sich das vorstellt, diese ganze Bürokratie, die da ist, sowas muss weg. Europa ja, als Gemeinschaft, aber weniger Bürokratismus. Okay. Ja, vielen Dank, Georg Heine. Bitte gerne. Wir sind die Mitte. Wir allein sind souverän. Wir sind die Mitte. Und nicht die paar, die da oben stehen. Wir sind die Mitte. Wir sind die, um die es geht. Wir sind die Mitte. Wir sind die, um die die Welt sich dreht.